Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist DanjuroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Ich will immer Stardust Crusader sagen, was zum Beispiel. Wir machen weiter mit Part 3 Stardust Crusader. Wir haben das letzte Mal mit Polnareff gegen Holhorst gekämpft und jetzt müssen wir nochmal gegen ihn kämpfen, allerdings nur in einer Runde. Yes. Ausgezeichnet. Okay. Der Hangman rast blitzartig zwischen reflektierenden Oberflächen hin und her und greift immer wieder an. Polnareff kann schließlich das Bewegungsmuster von Centerfold vorhersagen und ihm einen tödlichen Hieb verpassen. Kurz darauf erscheint Holhorst. Er weiß noch nicht, dass sein Partner im Kampf gefallen ist. Nur langsam wird ihm klar, dass er sich in einer für ihn unvorteilhaften Situation befindet. Okay, ohne Centerfold. Warum kämpfst du dann? Ich nehme an, den seinen Stand Centerfold, ne? Also ist ja klar, irgendwie. Bams. Ich bin so schaschlig. Los, komm her. Ich dreh voll durch. Ja, Krankhaus mit mehreren. Aber das hat den mehreren. Bewegt sich einfach so schnell. Hat er gemacht? Das Problem ist nur, wenn ich einmal diesen Effekt aktiviere, dass ich dann nicht mehr meine Spezial machen kann. Oh, egal. Ja, war schnell. Retire. Da hier in dem Part wurde hat gesagt, ja. Sehr gut. Ich muss mal das ganze Gold irgendwann ausgeben. Einfach nicht zu schlagen. Okay, jetzt kann ich Holhorst benutzen. Werden wir wahrscheinlich auch alles machen. Wir werden die Story ja nochmal spielen, allerdings dann auf der Gegnerseite. Dann kommen die ganzen Gegner ja auch noch hier zum Zug und dann werde ich auch die extra Dinger machen wahrscheinlich. Oder? Was kommt jetzt schon? Shotaro und seine Freunde kämpfen sich ihren Weg durch eine ganze Reihe von Angreifern und ihren Kräften und gelangen schließlich zu Dios Anwesen. Was? Soweit sind wir schon? Als sie sich aber Dios mysteriöser Kraft The World gegenüber sehen, müssen sie sich zunächst zurückziehen. Um das Rätsel um The World zu lösen, führt Kakyoin die Gruppe zu einem ernsten Angriff gegen Dio. Oh mein Gott, so weit sind wir schon. Bin ja schon beim Ende dann. Vor allem, wir spielen jetzt auch zum ersten Mal Kakyoin. Au. Oh. Mein, wie sieht The World Buff aus, irgendwie. Sieht voll fett aus. Man sagt doch nicht zu Dio, Baby. So, ich bekomme nicht so viel von der Dingens mit. Ich kann gar nicht auf den Gegner zurennen. Nein!
Nein! Ich kann mich nicht bewegen. Boah, ist das unfair. Komm mal her. Das ist wert. Sehr schön. Ja, ja. Oh. Oh. Ich glaube, getroffen wurde, dann verliere ich meinen Stand. Das ist mehr so ein Fernkämpfer, Kakui, ne? Er ist auch nicht für den Kampf eigentlich, der Elephant Green. Lernt schon, weil ich nicht rennen kann. Der macht mir aber auch richtig schwer gerade. Da war ja die erste Szene, die ich von der Serie gesehen habe, diese Kirschenszene von Kakuin. Sehr gut. War so die Ironie. Der von dem Typen da. Nein! Oh nein! Nein, wie er in die Kamera guckt. Daneben. Immer noch daneben. Immer noch daneben. Hat voll gemacht, Dio. Wie gesagt, diese Kirschleck-Szene von Kakuin, das ist das erste, was ich gesehen habe von der ganzen Serie. Ich wusste ja noch gar nicht, um was es geht. Nein! Ich habe mich mal erledigt. Mann, das war nervig jetzt. Wer wird sein so wohl? Ich sollte vielleicht mal Hierophant Green rufen. Ma. Okay, geil, wie ich das so steuern kann. Komm mal her. Hierophant Green. Emerald. Splash. Na, schon wieder, Baby. Nein. Bin noch gesprungen. Nein. Nein, er hat ein Messer drin geworfen. Autsch. Nein, auf damit. Au. Ah, der kriegt mich ja noch. Ich komm nicht an ihn ran mehr. Da haben wir schon richtig den Unterschied. Der ist echt für einen Fernkampf ausgerichtet, glaube ich. Oh, sehr schön. Eigentlich hätte ich ja verlieren müssen, aber egal. Ja, hat er aber gerade zweimal eingesetzt. Oder dreimal, viermal irgendwie. Wie ich dann gar nicht bewegen kann. Ah, was ist ein Hierophant überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Tor zu einer gefrorenen Zeit, Welt. Da kommt jetzt schon der finale Kampf zwischen den beiden. Kakuins Angriff ist nahezu perfekt.
Aber gleich darauf schlägt The World ihre Faust durch seine Brust. Im Angesicht des Todes bemerkt Kakyoin, dass Dio die Fähigkeit beherrscht, die Zeit anzuhalten. Er kann dies noch Joseph vermitteln, bevor er stirbt. Joseph kann diese Information auch Jotaro übermitteln, wird dann aber auch von The World besiegt. Voll Hass und Trauer um seinen gefallenen Freund stürzt sich Jotaro in den Kampf gegen Dio. Oh Mann. Oh Mann. Da kann ich auch hier. Maha. Ja, die ist aber schon stark irgendwie. Oh. Bams. Kann ich auch die Zeit anhalten? Maha. Ich krieg den nicht. Komm her. Oh, 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 oh. Daneben. Ma, ich will das auch einsetzen. Nein, 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 nein. Oh, ich bin tot. Mein Gott. Der ist aber auch stark, der Typ. Nein. Junge, ich kann gar nichts machen. Mal, ich wollte eigentlich da reinwerfen. Ich fand den Kampf zwischen den beiden auch geil im Anime. Der neue, meine ich. Die jetzt vor einer Woche war. Mann. Anders kann ich ja nicht. Bams! In die Fresse! Nein! Ich muss ihn mal aufhalten, wenn er das macht. Dreck. Komm her, jetzt reicht's. In die Fresse, in die Fresse, in die Fresse, in die Fresse. Sehr schön. Mann, der ist schon ein anderes Kaliber. Und wir stellen uns einfach so gegenüber. Was passiert eigentlich, wenn wir beide das einsetzen? Komm her. Will ich herausfinden. Komm schon. Boah, geil. Auf Weg. Was zur Liste ist...
Was zur Hölle ist das, ein Prügelwettkampf? Das Spiel ist so geil. Komm her. Bams. Ich glaube, der braucht drei Dinger, um so, der wollte schon wieder einsetzen, oder? Um so World einzusetzen. Naja, fast. Boah, geil. Der Kampf hatte alles. Weg. Kommt jetzt schon der letzte Kampf? Jetzt sah es ja schon so für die Einleitung des Ende ja aus. Yes, yes, jetzt boah, die Kämpfe werden aber hart. Angriff aus dem Hinterhalt. Oh nee, okay, ich weiß, was jetzt kommt. Indem es Jotaro selbst gelingt, die Zeit anzuhalten, nutzt er den entscheidenden Zeitraum von 2 Sekunden, um einen brutalen Schlag gegen Dio zu landen. Aber das Erlernen dieser Fähigkeit hat Jotaro schwer zugesetzt und schon bald kann er sich nicht mehr bewegen. Der gerissene Dio nutzt seine Fähigkeiten, die Zeit anzuhalten, um dutzende Messer auf Jotaro loszusassen und diesen schwer zu verwunden. Jotaro stellt sich tot, aber Dio will auf Nummer sicher gehen und schickt sich an, ihn zu enthaupten. Da steht Point Ref seine Chance zum Überraschungsangriff auf Dio und greift in den Kampf ein. Okay. Daraus haben sie noch einen Kampf gemacht, ehrlich. Der hat den einen Schlag verpasst und dann war er weg. Also Dio, ja. Den ersten Angriff dann, okay, ja. Hinterhalt halt, ne? Einmal schön da. Nein, voll auf. Au. Nein, aber zu spät. Ah. Dreck. So, ich hätte gerne jetzt... Au! Silver Chariot! Und zack! Mein fertig! Ah, oh, das war knapp! Non, 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 non! Ah! War ich bin fast gar nichts abgezogen. Vielleicht bestimmt so Wolf wieder einsetzen. Ich sehe ja doch. Er wieder einen Balken vor. Ich glaube, er hat ja immer. Oh, verdammter Dank. Bams. Nein. Komm her. So, da wollte ich machen. Ah. Nein, nicht aufsaugen, Mann. Oh, Mann. Verdammt, voll Verschwendung. Nein. Oh, ich bin tot. Na, macht er mich jetzt so noch fertig? Muda. Useless. Na, ich fass das nicht. Au. Ei. Ja, ich dachte, also World hat er eingesetzt. Ah.
So, komm her. So, komm her. Zieht das eigentlich mehr ab oder ist das einfach nur schneller? Oder sieht das geil aus? Nein. Verdammt. Oh, sehr gut. Das ist schon intens irgendwie das Game, ne? Ja, ja, ja. Und zack. Der läuft einfach auf mich zu. Zack. Dem ist das egal. Danach müsste eigentlich der letzte Kampf kommen, oder? Jetzt muss ich mal gucken, was als nächster für ein Kampf kommt. Sehr schön. So, kommt jetzt der letzte Kampf, weil wenn nicht, dann... Ups. Okay. Das ist der letzte Kampf, den können wir noch reinhauen. Die lange Reise endet, lebt wohl, Freunde. Ja. Mein Gott, so ist auch die Folge. Vor allem, da war die Serie noch nicht so weit. Später schon viel früher rauskommen, so 2013 oder so, glaube ich. Gab es überhaupt schon die Anime von Phantom Blood? Also, Polnareffs überraschender Angriff scheint zunächst erfolgreich zu sein, aber Dio hält mit Hilfe von The World die Zeit an und blockt die Attacke. Allerdings verwendet der sich nur totstellende Jotaro nun Star Platinum, um Dio den Kopf abzuschlagen. Doch Dio klammert sich noch immer am Leben und kann sich mit Hilfe von Joseph Blood als noch mächtige Form wiederbeleben. Von blinder Wut getrieben stürzt Jotaro sich auf Dio. Der Kampf zwischen den beiden geht in die letzte und entscheidende Runde. Oh Gott, das wird sehr schwer, ne? Oh Mann. Nein. Wird jetzt schwieriger als noch sonst sein, ne? Mal, ich wollte gerade auch einsetzen. So, jetzt gibt's also die Fresse. Was heißt Ora oder? Oh Gott. Bams. Geh weg. Au, 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 au. Der läuft einfach auf mich zu, als wäre nichts. Au. Was? Sehr gut. Das wäre noch vom Auto überfahren, bitte. Dann greife ich dich eben nochmal. Bam. Wo hat der denn schon wieder so viel AP? Oh Mann. Komm mal her. Zack. Sehr schön. Und dazu Dio. Au, der trifft mich auch noch. Ah. Ja, der kann halt auch in der Luft. Ja,
Irgendwann setzt er so World ein, ich sehe doch. Komm her. Nein. Ich darf einlaufen. Boah, war knapp. Oh Mann. Oh, K.O., sehr gut. Oh Mann. Das ist schwer. Sehr gut. Ja, jetzt kann ich die normale machen. Und die habe ich freigeschaltet. Extra Episode habe ich freigeschaltet. Sehr gut. Aber die werden ja bis zum Ende noch mal verschoben. Sind die eigentlich schwieriger? Kann ich mal gucken. Oh ja, Teil 3 abgeschlossen. Wunderschön. Stardust Crusader. Crusaders. Okay. Ja, dann sind wir zum Teilauswahl. Wir haben wieder ein Part abgeschlossen. Das heißt, in der nächsten Folge machen wir jetzt Part 4, Diamond is Unbreakable. Sehr schön. Oh, einer meiner Lieblingsparts. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao und danke fürs Zuschauen.